dachte dir denn da ab? Das war die Berthold Onken. Die Berthold Onken? Repariert? Nee, aufgegeben. Aber die ist doch der Baujahr höchstens 28. 30. Also nimm mal 50, ja. Meine Franziska hat über 70 auf dem Puckel. Ja, einer früher, der andere später. Mal kommt ihr alle auf die Sloop Helling. Haben Sie gelesen? Allein die Rheinschifffahrt hat im letzten Jahr über 120.000 Tonnen überalterten Schiffsraum verschrottet. Das will ich gar nicht hören. Aber werden Sie Wort halten, Herr Specht? Anfang nächster Woche? Ich will's versuchen, Herr Wilde. Aber wenn wir eine neue Schraubenwelle einziehen müssen, bleiben Sie hier an Bord. Wo soll ich denn hin? Und dann reden wir morgen noch mal darüber. Ich lasse die Franziska auf Helling ziehen und sehe mir den Schaden dann noch mal an. In Ordnung? Also lassen Sie mich nicht hängen, Herr Specht. Nee, nee, wir tun, was wir können. Also tschüss. Tschüss. Hallo, Herr Wilde. Ja, Herr Wilde. Ja, Lehmann. Was machen Sie hier auf der Werft? Schraubenreparatur. Bei Wesel hat's mich beim Auftreten in den Wall gedrückt. Versicherungsschaden? Ja, schon, aber die Zeit. Wer zahlt mir die Zeit, die ich hier rumliege? Das möchte ich auch mal sagen können. Wieso? Arbeitslos? Ja, ich sollte wieder in den Taucherschacht gehen. Das mache ich aber nicht. Da geht kaputt drin. War nur das Krankengeld ausgelaufen, ne? Na ja, da hab ich hier mal angekloppt, ob was zu tun ist. War aber nicht. Wollen Sie ein Bier mit mir trinken, Lehmann? Ja, gerne. Ja, sag mal ja, Herr Wilde. Dann gehen wir an Bord. Mein Kühlschrank ist ja noch in Ordnung. Und die Familie? Alles klar? Ja, soweit. Paul und Abi habe ich mit dem Kind mal nach Hause geschickt. Was sollen die hier auch noch rumlungern? Nee, nee, jetzt bin ich ganz alleine hier. Ja, wer sorgt denn du für ihn? Oh, Vater wird ganz alleine fertig. Ich glaube, er ist froh, dass sie unser Vater gelos ist. Na? Mottenlöcher! Martha, guck mal! Ja, das habt ihr davon, wenn ihr nur einmal im Jahr kommt. Paul! Ja? Bring mal die Wollsachen herunter. Vor allem die Decken. Peter, ich habe jetzt keine Zeit. Paul! Hier, was wird hier klar Schiff gemacht? Verschwinde und nimm die Beine hoch. Bist du verrückt? Hast du Erweiterung aus und machst Hausputz? Dann siehst du, dass sie hier nicht fertig werden. Sollen sie unten nicht so viel quatschen? Was ist denn? Tut dir was weh? Ich weiß auch nicht. Trinken Schnaps. Oder bist du gleich zwei? Das ist das Beste bei Bauchweh. Lass da den Scheiß hier liegen. Eigentlich hast du recht. Komm, wir gehen runter. Ja gesagt. Ich hab auch doch gesagt, dass die alte Haken nicht mehr halten. Christa, geh mal rauf und hol deinen Vater runter. Aber sofort. Was ihr doch da oben macht. Paul! Danke. Gleich noch hinterher, damit der Esther besser ankommt. Und du? Ich hab nüchternen Magen. Du musst danach ja auch gleich fahren. Wieso? Bleibst du zum Abend nicht hier? Ich hau ab. Ist was mit dir und Petra? Ich hab keine Lust mehr. Na, nu? Es wird mir langsam zu familiär, verstehst du? So was geht mir unheimlich auf den Wecker, das macht mich ganz nervös. Ja, ist deine Sache. Aber ich hab gedacht, ihr wolltet mal heiraten. Klar. Solche Mädchen heiraten immer ganz gern. Wenn ich 10 Jahre älter wäre, würde ich es mir vielleicht noch überlegen. 10 Jahre? Du machst mir Spaß. Du bist Mitte 30, auf was wartest du noch? Also ich finde, du hast mit Petra einen guten Fang gemacht. Ja, 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 ja. Das sagt Tante Martha auch immer. Aber sowas ist nun mal nicht drin bei mir. Aus, fertig.
Papi, du sollst mal zum Mutti rein. Ja, Pünktchen, ist schon gut. Papi kommt gleich. Jetzt lass uns mal allein, wir haben was zu besprechen. Ja? Mhm. Okay. Tja. Ich pack dann gleich meine Sachen. Mittags hau ich dann ab. Wenn du willst, kannst du es ja sagen. Was? Hm. Dass ich eben früher weg musste und das Schluss ist und das. Ich soll dir das sagen? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Du willst dich drücken und ich soll dir das sagen. Verstehst du denn nicht? Ich habe jetzt keine Lust zur Auseinandersetzung. Immer dieses Theater mit dem Weibern. Das ist Gequatsch. Also gut, wenn du willst, sag dir gar nichts. Sag dir meinetwegen, die Reederei hat angerufen und ich muss früher zurück nach Duisburg. Was sagt denn Papi? Papi sitzt in der Stube und trinkt Schnaps. Was sagst du da denn? Wir quälen uns hier ab mit dem schweren Zeug und er spielt ein bisschen Kapitän mit Schnaps. Aber ich gehe ihm holen. Ist jetzt besser nach den Schnäpsen? Ja, ich weiß nicht so recht. Vielleicht kriegst du ein Kind. Lieber Paul, denkst du eigentlich, dass ich das lustig finde, dass du hier rumsitzt und uns draußen arbeiten lässt? Jetzt lass mich doch endlich mal zufrieden. Den ganzen Vormittag höre ich nichts anderes als Paul, Paul, Paul. Ja, und wenn man dich braucht, bist du nicht da. Sitzt du hier mit Schnaps? Ich habe da oben schon die ganze Bude auf den Kopf gestellt und die Fußböden gewischt. Außerdem habe ich Schmerzen. Lass uns doch mal hier sitzen, wir haben was zu besprechen. Das kann man abends auch machen. Außerdem, du kannst auch mal ein bisschen die Hände gebrauchen. Jetzt lass Bruno zufrieden und hör endlich auf mit dieser Meckerei. Wenn ich fertig bin, dann komme ich raus. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Jedenfalls, vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt frag mich noch mal, warum ich nicht heiraten will. Ja, so oft kommt das ja auch nicht vor bei uns. Ich lass mich nicht unterkriegen. Weder von der Frau noch sonst wie. Ich bin froh, dass ich damals rechtzeitig von der Franziska weggegangen bin. Mit Vater und mir, das wäre nicht gut gegangen. So wie du dich unter Druck setzen lässt, wäre nichts für mich. Was soll ich denn machen, wenn der Alte so stur ist und nicht weggehen will? Selber aufhören, mein Junge. Ja, und dann? Mach's wie ich, geh auf den Schuber. Deine Patente hast du. Mach's noch einen Radarlehrgang. Fährst eine Zeit lang als Steuermann. 2 Wochen Schicht, 1 Woche frei. Schöne, saubere Arbeit, keine Drecksarbeit. Ich habe auch schon öfters darüber nachgedacht. Aber nie den Mut gehabt, es dem Alten zu sagen, ne? In einem Jahr kommt Christa in die Schule. Dann gehe ich bestimmt von Bord. In einem Jahr, in einem Jahr. Wer weiß, ob du da noch Anschluss hast. Vielleicht ist es schon zu spät. Zieh dir den Betrieb mal bei uns an. Jetzt hast du Zeit. Ich nehme dich mit nach Duisburg. Ich komme doch hier nicht weg. Wieso? Mit Afi kommst du halt nicht mehr klar. Wir fahren zusammen zu mir. Morgen früh gehen wir zusammen an Bord, machst du einen Probefahrt, halben Tag. Morgen Abend kannst du wieder hier sein. Hm? Lehmann, ich sag Ihnen, Familie haben, Kinder, Söhne, alles schön und gut. Aber wenn man so ein alter Knochen ist wie ich, manchmal hat man das Gefühl, man lebt mit ganz fremden Menschen. Die verstehen einen gar nicht. Ich weiß nicht, ob es an Zeit liegt oder an was. Die denken heute auch ganz anders. Wie alt bist du denn eigentlich? 46. Stehe auch schon im Halbschatten. Aber ich merke das noch nicht so. Ich habe kein Kind, kein Kax. Bin 20 Jahren geschieden und dann gleich weg von Berlin nach hier. Willst du mal wieder zurück? Nach Berlin? Nee, warum? Und mal so. Ich könnte gar nicht woanders leben als hier. Der Rhein, weißt du, das ist doch so. Und so ein Schiff, das ist ja auch nicht so. Nur so Holz und Eisen und eine Maschine. Das lebt doch alles. In Leutesdorf, unser Haus. Wenn ich da mal an Land im Bett liege, weißt du, ich kann da einfach nicht richtig schlafen. Ich muss was hören, so das Wasser, wenn es nachts an die Bordwand schwappt. Das Schurren unter dem Kiel, das Geschiebe vom Kiesen. Und siehst du, alle meine 3 Söhne, von denen ist keiner so. Erst die ganz Jungen, die so wie mein Nico, mein Enkel, die sind wieder so ganz so schiffig. Der Nico, der wird.
Der hat Ike damals gleich gesehen, als er anfing. Ist er noch im Lehrjahr? Morgen oder übermorgen wieder fertig. Da will ich mal rüber zu ihm in Homberger Hafen auf Schulschiff. Wie wird ein vierleichter Schubverband gekuppelt? Ein Schubverband muss starr gekuppelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die beiden stumpfen Seiten aneinander liegen und die beiden schrägen Seiten nach vorn und hinten weisen. Ja. Können Sie das mal bitte anzeichnen? Ja. Was stellt dieses Schnittmodell dar? Einen Abgasturbolader. Richtig. Wozu wird er an Bord benötigt? Zur Aufladung der Maschine. Ja. Und was erreichen wir dadurch? Eine höhere Leistung. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Modell. Schön. Ja, richtig. Sehr gut. Kommen Sie jetzt mal bitte mit zur Maschine, bitte. Herr Vogel, stellen Sie sich vor, Sie erhalten jetzt von Ihrem Schiffsführer die Anweisung, Maschine klar machen. Was gehört alles dazu? Erstmal Öl vorpumpen. Ja, und wozu das? Zum Durchschmieren. Getriebe und die Zylinder. Ja, richtig. Machen Sie es mal. Ja. Herr Vogel, wo ist die Tornstange? Hier. Ja. Was machen wir jetzt? Turn. Ja. So. Ja. Und nun? Die Indikatorhähne zudrehen. Ja. Machen Sie es mal bitte. In Ordnung? Okay. Ja, dann lassen Sie die Maschine mal an. Tut sich nichts, ne? Ach ja, die Druckluftflasche. Ja, mein Junge, solange Sie dem Motor keine Luft geben, werden Sie natürlich das Schiff kaum in Bewegung bringen. Zum Glück ist es Ihnen ja noch eingefallen. Gut, so. Nun probieren Sie es nochmal. Gut. Aufpassen. Danke. Naja, Herr Vogel, als ersten Maschinisten würde ich Sie ja noch nicht einstellen, aber im Großen und Ganzen geht's. Danke. Mensch, Kleiner, ich danke dir schon. Ich hatte plötzlich einen totalen Hau. Ich konnte den Turnknüppel nicht finden. Ja, ich fahre nach Duisburg. Was ein dummer Blödsinn. Und mein Vater anruft? Was soll ich ihm sagen? Das ist mir doch egal. Sag ihm, was du willst. Ich bin morgen Abend wieder zurück. Paul, bleib doch hier. Nein, Wiedersehen. Paul, sei doch vernünftig. Lass ihn doch. Macht er, wenn er will. Lass ihn zum Teufel gehen. Oh. Bruno! Bruno! Du willst doch nicht schon etwa weg? Doch, leider. Ich muss früher fahren. Ich hab mich so auf heute Abend gefreut. Geht nur leider nicht, Frank. Wir wollten doch so viel besprechen. Was machen wir, wenn ich mal wiederkomme? Was heißt denn das, wenn ich mal wiederkomme? Ich musste erst mal sehen, wie alles läuft mit dem Dienst und so. Bruno, was ist denn los mit dir? Ja, gar nichts ist los. Aber es geht doch nicht so weiter, mal von Duisburg hier rauf und dann... Heißt das Schluss? Also erst muss ich mal wieder Luft kriegen. Hallo, Petra.
Prüfung mit 1-1. Der Schläger ist dreimal, ich dachte so. Ich habe auch meine Pfeife dabei. Wie war der mit der Sprung? Mensch, Nico, wo bleibst du denn? Komm doch. Hör mal zu, Leute, Abend, na, da gebe ich einen aus. Du übernimm dich mal nicht, morgen ist jetzt Wettrudern. Okay, dann aber bestimmt morgen Abend. Haust du denn nicht gleich ab? Weißt du nicht, du. Franziska liegt auf der Werft, habe ich gehört. Wird schon gern ein paar Tage nach Hause, nach Köln. Mama besuchen. Ja, Mensch, aber jetzt über ein Vierteljahr nicht gesehen. Mhm. Politik, Wirtschaftslehre. Den ganzen Scheiß werde ich bestimmt nie wieder im Leben lesen. Sag mal, was machst du denn jetzt? Hast du morgen ab? Weiß nicht, die Reederei. Naja. Wenn ich ein paar Tage Urlaub kriege, ist bestimmt eine dicke Sause drin. Mensch, warum kommst du nicht einfach mit nach Köln? Und was soll ich da? Meine Mutter freut sich bestimmt. Bier habe ich noch, aber sonst sieht es ziemlich mies aus. Aber lass mal, ich habe keinen Hunger. Hast ja sogar unsere Franziska hier hängen. Mhm. Zum Abgewöhnen. Mach das bitte wieder aus. Das macht mich nervös. Hast du wieder Schmerzen? Mhm. Kriegst du jetzt noch Besuch? Weiß nicht. Kann sein. Na, Bruno, ich hab schon gehört, dass du wieder da bist. Ja, Frau. Das ist mein Bruder Paul. Wir gehen morgen zusammen an Bord. Aha. Und ich bin die Gabi von nebenan. Na, schnuppi, putzi. Hast du vielleicht was zu essen drin? Ich hab Hunger. Hier ist Ebbe. Du, vieles nicht. Ich lebe gerade von Joghurt und Quark. Mhm. Muss leider sein. Ja. Doch, ich hab noch eine große Büchse Würstchen da. Soll ich die euch warm machen? Klar. Ja, damit. Dauert aber ein paar Minuten. Bis gleich. Ich nehme die Schlüssel mit. Das? Das ist die Gabi von nebenan, hast du da gehört? So eine Art Nachbarschaftshilfe. Mal braucht sie was, mal brauche ich was. Ich kann mir schon vorstellen, was ihr so braucht. Ach Quatsch, das ist noch ein Restbestand von früher, da spielt sich gar nichts mehr ab. Was hast du denn? Noch nichts. So, wenn das morgen früh nicht besser ist, dann fährst du nicht mit mir. Dann gehst du gleich morgen früh zum Arzt. Ach, bis morgen ist das vorbei, das kenne ich schon. Das ist so ein Druckschmerz. Das ist eine Kolik, meine Junge. Wir werden nicht notschlachten. Prost. Prost. Große Pleite, Kinder. Keine Würstchen. Die muss mein Mann neulich gefressen haben, wie er da war. Was hast du denn da? Mein geschiedener Mann. Ist aber auch tatsächlich nichts im Haus. Nur ein bisschen Quark, Knäckebrot und Kekse. Ach, du armer Vater. Tut mir ja so leid. Na, macht dir nichts aus. Aber wenn ein Mann mal wieder kommt, sagst du einen schönen Gruß, er soll vorher anständig zu Abend essen. Hm? Okay, werde ich ihm ausrichten von dir. Tja, Schnuckeputzi. Und jetzt ab durch die Mitte. Wir machen die Luken zu und gehen schlafen. Wann müsst ihr denn morgen raus? Um 7, weißt du doch. Warum? Sonst hätte ich euch in der Früh ein paar Brötchen mitgebracht. Och, wie nett. Brauchst du aber nicht. Da sind wir schon weg. Vielen Dank. Und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, ist das ein Schatz? So. Und du legst dich jetzt in mein Bett? Da liegst du besser mit deinem Bauch weh und ich hau mich da auf die Couch. Mensch, mach doch nicht so Wind. Schnauze, ich bin 2 Jahre älter als du. Weißt du, die Sache mit Petra, dein Streit mit Afje, dein Bauchweh, jetzt auch noch keine Würstchen. Hättest du nicht auch, dass das ein ganz gelungener Tag war heute? Das kannst du singen. Aber mach jetzt bitte keine Witze mehr. Selbst das Lachen tut schon weh. Wollen Sie denn nicht wenigstens ein bisschen was essen? Ach, der kommt doch wieder. Der hat bloß einen schlechten Tag gehabt heute. Nur seien Sie doch nicht traurig. Traurig? Eine scheiß Wut habe ich, mich auf so eine dusselige Art abfahren zu lassen. Der soll sich bloß nicht wieder blicken lassen. Der soll sich zum Teufel scheren. Ja, die Männer. Nun ziehen Sie sich mal aus und schlafen Sie erst mal eine Nacht drüber. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Sie kommt nicht. Wir können schon anfangen.
Und du sitzt auch da und machst ein Gesicht, als ob die Welt untergeht. Schönen gemütlichen Abend habt ihr mir gemacht. Da habe ich mich gefreut, euch mal alle beisammen zu haben. Aber du bist auch mit Schuld. Du hast Paul angeblafft wie eine... wegen dem bisschen Arbeit. Als ob wir das nicht auch allein geschafft hätten. Das ist es auch nicht, Martha. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß, was Paul im Kopf hat. Wenn es ihm gefällt, am Schuber, dann macht er Vertrag. Und was mache ich dann auf der Franziska? Alleine mit Vater? Ich bin eine Schiffersfrau, Martha. Ich kann nicht am Land leben. Und dann immer 14 Tage warten, bis mein Mann nach Hause kommt. Das Steuerbord ein bisschen nachziehen. Okay, gut so. Und die Seitendrähte nachziehen. Und wenn ihr fertig seid, bringt den Lautsprecher nach vorne und zieht die Anker hoch. Ruhig, Stoppi, er kommt schon. Sonst müssen wir Straßenbahn fahren. Moin, Blecki. Ja, Jakob. Moin, Karl. Karl, fahr los. Was sagst du zu dem Scheißspiel? Was für ein Spiel? Na, Duisburg gegen Eintracht 1:0 verloren.
Blackie, ich glaube, für dich ist die Bundesliga noch wichtiger als die Bibel. Ja, wenn ich meinen Kumpels hier im Revier und im Hafen Gottes Wort beibringen will, dann muss ich auch was vom Fußball verstehen. Weißt du, die beiden Elfmeter, das waren keine. Tja, Paul, das ist die Zukunft. Modern, rationell. Schiebst deine Fracht vor dir her, koppelst sie ab, wo gerade gelöscht werden soll, fährst du weiter, nimmst neue Leichter auf, kein Liegen, kein Warten, fährst pausenlos, Tag und Nacht. Und dann hier. Kein großes Haspel, mit dem man da rumfuhrwerken muss. Hydraulische Steuerung, alles mit dem kleinen Hebel da. Und die Lampen da? Das sind Kontrollleuchten für die Maschinen, für Öl und Elektrik. Und das da, das ist das Wichtigste. Mein Blindfluggerät. Elektrische Wendeanzeige mit Kreisesystem. Wenn draußen Nacht ist und Nebel und ihr auf der Franziska schon gar nicht mehr fahren könnt, dann fahre ich blind. Mein Wendeanzeiger zeigt jede kleine Steuerbewegung. Und auf dem Radarschirm, der sich zehnmal besser als ich. Und damit ich den Radarschirm besser beobachten kann, stelle ich hier auf Autopilot. Und dann steuert sich der Verband von selbst. Hey, Paul, was ist denn? Ich halte mich mal aus. Ich kann nicht verstehen. Willi, komm mal her! Paul, was ist denn? Was ist Wer ist denn das überhaupt? Der Bruder vom Kapitän. Gib mal das Dolantin. Wo liegt denn das? Unten. Und ein Glas Wasser. Ich hätte nicht gedacht, dass Nico ins Finale kommt. Huch, der ist so kräftig geworden. Vielleicht schafft er's. Nee, nee, das reicht nicht. Oh, der wird Dritter. Gott verdammt. Der liebe Gott, hör zu. Ah. Das hat er schon öfter gehört. Er wird wirklich Dritter. Na, wie steht's? Ich vermute akuter Blinddarm, aber ich bin Sanitäter, kein Arzt. Mensch, Paul. 39,7. Ihr Bruder muss sofort von Bord, Herr Wilde. Sieht nach einem Durchbruch aus. Am besten, Sie rufen über Koblenz Radio den Notruf an. Okay. Koblenz Radio? Koblenz Radio, hier Mannesmann 3. Hier Koblenz Radio. Wir haben einen Notfall. Verbinden Sie mich bitte mit dem Katastrophenschutz. Level 1, zu Hilfe kommen. Level 1 wurde gerufen. Fahren Sie Mühlenweide Steiger und übernehmen Sie dort Notarzt. Steiger Mühlenweide Notarzt übernehmen. Verstanden, Ende mit Florian Wiesburg. Level 1.
Teile, das kracht nur das so. Das war die doch, dritter Sieger, ist auch gewonnen. Ja, ganz prima, mein Junge. Ja, mehr war nicht drin. Ah, das ist Manfred. Ohne seine Hilfe beim Training hätte ich das nie geschafft. Manfred, das ist mein Opa von der Franziska. Und das hier ist Pastor Blecki. Oh, Entschuldigung, Pastor. Oh, nennen Sie mich ruhig Blecki. Das ist wegen meinem schwarzen Anzug, so kennen Sie mich alle. Manfred fährt am Koppelverband. Bei Interfrach. 1:35. Beste Zeit von allen Lehrgängen. Gratuliere, mein Junge. Prima. Ich soll lieber einen Kasten Bier schmeißen. Bier, das reicht zwar nicht, aber vielleicht tut mein Freund Jakob noch was dazu, Jakob. Was? Tu noch was dazu für einen Kasten Bier. Mensch, Herr Pfarrer, Sie sind wirklich ein Ass. Ja. Kommen Sie bitte steuerbar linksseit. Ja, in Ordnung. In meiner Kammer, kommen Sie. Mann 3, wir hören. Schalalweg sind wir nicht auf der Einheit lang. Wir gehen links rein und quer ab runter. Feuer durch Spur bringt Patienten zu uns. Ja, alles gut verstanden, danke. Danke, Ende. Bitte Beeilung, Leute!
Hoffentlich ist nicht zu spät. Ein guter Blinddarm vom Durchbruch. Naja. Wenn Sie gleich operieren, geht's vielleicht gut. Ja, Bilde? Ja, Apje, Apje, komm doch mal. Bruno ruft an, da ist was mit Paul. Hallo, Bruno, was ist? Um Gottes Willen. Blinddarm? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich sag ja nie was. Rufst du vom Bord an? Mit einem Hubschrauber? Wohin? Ja, ja, das Krankenhaus kenne ich ja. Ja, natürlich komme ich sofort. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich nehme ein Taxi oder erste Strecke gehe ich mit dem Zug, ja. Alles ab hier. Geld, Pauls Versicherungskarte. Ja, mach mich doch nicht verrückt, Martha. Versuche, lieber Vater zu erreichen. Der Nummer von der Werft liegt beim Telefon. Gut. Christa, Liebling, sei brav, hä? Du schlaf mit Tante Martha, ja? Gut. Und ruf gleich an, wenn du da bist. Ja, natürlich. Ja, was ist, Herr Blecki? Kannst du nicht mehr? Bleib doch mal einen Augenblick stehen. Zu unserem herrlichen Ruhrpott. Da gibt's manche, die sagen, den hat der Herrgott im Zorn ausgekippt, als Dreckhügel. Was redst du denn da? Du bist nicht mehr gut zu Fuß, was? Na, du hast aber auch noch einen Schritt am Leibe. Ja, warum sagst du denn das? Ich bin das Laufen nicht mehr so gewöhnt, weißt du, die Krampfadern und die dicken Knie. Du meinst als wir und die vielen Steinhäger, ne? Ach, man wird älter und eines Tages ist alles vorbei. Ja, leider. Aber da brauchst du doch keine Angst vor haben. Du stehst doch mit dem Chef da oben auf Du und Du. Oh, an denen ist manchmal gar nicht so leicht ranzukommen. Ich kann wieder, komm. Wir gehen. Ja, häng dich ein. Jetzt hüpf langsam. Gehst noch mit zu mir nach Hause? Wir trinken gemacht. Noch einen. Gemacht. Ja, vielen Dank. Na, was ist? Krankenhaus hat eben angerufen. Mein Bruder ist operiert. Ist alles gut gegangen. Na, ist ja wunderbar. Frau Wilde? Ja? Aber nur einen ganz kurzen Augenblick, er ist noch nicht ganz bei sich. Ist alles okay? Sure.
Nun probier mal den. Donnerwetter. Zeig mal her. Na ja, 68 als Spätlese. Was meinst du, wo ich den her hab? Gekauft hast du den bestimmt nicht. So was kannst du doch heute nicht mehr kaufen. Was meinst du denn? Keine Ahnung. Mensch, von dir, du alter Esel. Nikos Erstkommunion, hast mir noch 15 Flaschen mitgegeben. Tatsächlich? Weiß ich gar nicht mehr. Mensch, das ist jetzt her. Ja, du bist alt. Du lässt nach. Quatsch. Ich sagte heute noch bei jedem Schiff, das vorbeifährt, woher, wann und wo es gebaut wurde, wie viel Tonnen etc. pp. Und dergleichen. Aber beim Wein, meiner so einen Tropfen vergisst man doch nicht. Porzer? Jakob? Ja, die ist hier. Jakob, deine Schwester. Martha? Woher weiß denn die, dass ich... Ja, Martha? Paul? Was? Wann? Hier in Duisburg? Ja, also nun mal hübsch langsam. Blindham. Und Bono hatten... Und das war gestern schon? Wo ist denn Afia? Ja, natürlich, ich fahr gleich mal hin. Also nur holen nicht mehr Mädchen, wenn er in den scheiß Blinddarm los ist, dann. Ja, ich melde mich gleich wieder. Jawohl, tschüss. Paul? Ja, vor ein paar Stunden operiert, hier in Duisburg. Ich denke, der ist mit Afia in Leutesdorf. Das habe ich auch gedacht. Weißt du, was der Himmelhund gemacht hat? Der ist mit Bruno auf den Schuber gefahren. Der will mir abhauen, der Bursche. Das kannst du ihm nicht verdenken. Bestell mir ein Taxi. Komm, Stoffi. Na, Herr Wilde, wie fühlen Sie sich? Danke, geht schon. Noch nicht ganz klar, was? Mhm. Na, das wird schon wieder. Nur nicht viel sprechen, wenn Sie jetzt Besuch kriegen. Nein, da kann man nur von Glück reden, dass er gerade auf einem so modernen Schubboot fuhr mit Notrufdienst und dass Christopher neulich gerade anderweitig im Einsatz war. Ja, ich weiß. So habe ich mein Mariechen verloren. Meine Frau. Vor 26 Jahren. Gallenblase. Noch kein Telefon an Bord. Auch kein Funk. Und Hubschrauber im Notdienst gab es auch noch nicht. Das war schlimm. Aber Herr Doktor, wie lange muss er denn noch, ich meine... Na, vielleicht 10 bis 12 Tage. Dann brauchen Sie die mit der Schraubenreparatur gar nicht beeilen. Eine neue Reise habe ich auch noch nicht. Können wir jetzt rein? Ja, bitte aber nicht zu lange. Jetzt möge ich es. Nein. Vielen Dank, Herr Doktor. Wiedersehen. Herr Paul, mein Junge. Wie sieht's denn mit der Schraubenwelle aus? Völlig in Ordnung, Herr Wilde. Wir haben mit dem Spion nachgemessen, das Wellenspiel ist noch zulässig. Wir setzen jetzt die Propellermutter auf und sichern. Ja, dann sind Sie morgen wieder startklar. Dann wird's vielleicht auch gar nicht so teuer werden, nicht? Herr Wilde, das wird sich tragen lassen. Also, Herr Schäfer, das muss unbedingt geändert werden. So nehme ich das nicht ab. Können wir alles machen, Frau Wilde. Sie müssen es uns nur sagen. Wird das allerdings etwas teurer. Na ja, alle Welt kann es ja nicht kosten, nicht? Ja. Man baut ja schließlich nur einmal im Leben. Oh, Herr Schäfer, dann kommen wir hier endlich die Fensterscheiben rein. Ja, das ist zwar nicht mein Bier, aber da stehen sie schon. Nico, mein Junge. Sag mal, du wolltest doch erst morgen kommen. Nee, heute, habe ich gesagt. Das hat richtig zugehört, heute. Das ist Manfred, ein Freund von mir. Tag, nett, dass Sie gekommen sind. Sag mal, staunst du nicht, wie weit wir schon sind? Das wird ja ein Riesenkasten, ha? Ja, komm, ich zeig dir gleich alles. Hm. Also, Herr Schäfer, das wird dann geändert, wie besprochen, ne? Von mir aus, wir machen alles. Komm, wir gehen gleich mal ins Haus. Manfred, komm.
Nee, lass mal, ich bleib so lange hier. Also, hier, das ist die Halle. Und zugleich Living Room. Guck mal, und hier in die Ecke, da kommt der Kamin. Den hab ich doch glatt weg vorher vergessen. Du musst natürlich ein bisschen Fantasie entwickeln und dir alles eingerichtet vorstellen. Mhm. Komm, stell den Koffer ab. Ich zeig dir mal das Badezimmer. Sagen Sie, Meister, gibt's hier irgendwo was zu trinken? Hörst du was? Ganz schön. Ja, fang auf. Danke. Mensch, lass wohl stecken. Danke. Ja, das öffne. Ja, dann, Prösterchen. Prost. Ach, wenn ich mich bloß entscheiden könnte. Mal finde ich die schöner, mal die und mal die. Was meinst denn du, Nico? Ich weiß das wirklich nicht. Ach, Nico, sag doch schon mal was. Vielleicht doch die fürs Badezimmer? Ist natürlich viel teurer. Ja, was sagt ein Vater dazu? Ach, Vater, der sagt im Moment gar nichts. Der ist nämlich in Holland. Wenn es nach dem ginge, würden wir überhaupt nicht bauen. Warte mal, Nico. Herr Hühne? Wann kommen denn eigentlich die Armaturen? Nächste Woche. Ach, na ja, es wird aber auch allerhöchste Zeit. Du, Mutti? Ja? Ich muss mich jetzt wirklich mal um Manfred kümmern. Du bist doch ein bisschen ordinärer Typ, finde ich. Nee, du, das kannst nicht sagen. Na. Du bist ein ganz dufter Typ und ein guter Freund von mir. Und ich hab den nur mitgebracht, weil er halt kein richtiges Zuhause hat. Naja, ist in Ordnung. Aber wie stellst du dir das eigentlich vor? Bei uns zu Hause kann er doch nicht schlafen. Du weißt doch, wie es jetzt im Moment aussieht. Ich kann doch überhaupt nichts vorbereiten. Ich kann nichts einkaufen und nichts kochen. Na ja, wir gehen nachher zusammen essen, ne? Na, da geht Manfred aber mit. Also gut, wenn du meinst. Aber du, ich muss nachmittags wieder hier sein, die Elektriker kommen. Mutti, weißt du, was ich glaube? Du lässt dich von dem Bau hier richtig auffressen. Ja, einer muss doch ein Auge drauf haben. Junge, die Kosten. Es geht doch ins Uferlose. Manfred? Wo ist er? Manfred! Sag mal, warum bist du gerade nicht mit reingekommen? Du, ich glaub, es war verkehrt. Was? Dass ich mitgekommen bin. Wieso? Meine Mutter will gleich mit uns beiden essen gehen. Hey, du, das will die bestimmt nicht. Du, wir wollen nicht drum herum reden, aber wie die mich angeguckt hat, die mag mich nicht. Weißt du, auf dem Schulschiff, das war eine dufte Zeit, die 10 Wochen. Aber das hier... Naja, war gut gemeint, Nico. Danke dir. Vielleicht sehen wir uns auf dem Rhein wieder. Ich verpiss mich jetzt. Tschüss. Manfred! Ja, Jakob, den wollen wir noch mal. Was denn? Willst du mich etwa allein hier auf die Taxe warten lassen? Du musst schon noch ins Krankenhaus. Oder sollen wir noch mal reingehen? Wir sehen uns ja lange nicht. Nee, der muss ja gleich kommen. Ja, ich stehe nicht gerne hier vor der Kneipentür. Sieht nicht gut aus, meinst du, was? Ja. Mir und dem lieben Herrgott ist das egal. Aber der Wirt hat es nicht gerne. Wenn ich vor der Kneipentür stehe, dann bleiben sie die Gäste weg. Ne? Hast du jetzt eilig? Ja, das kannst du ja denken. Wenn ich die Affe bei Paul jetzt nicht erwische, dann muss ich die erst wieder suchen. Dabei hält sie schon den ganzen Tag herum. Da kommt sie. Also, Jackie, bis bald. Das Josef-Hospital. Hör mal, grüß mir den Paul noch mal, nicht? Mach ich, mach ich. Noch einmal. Und dann wieder zurück ins Bett, hä? Das hat lang genug gedauert, hä? Das geht schon. Danke. Lass mal, danke. Das geht schon. Na, ihr beiden. Hallo, hey, warte. Ah, Tag, Vater. Du läufst schon herum? Ah, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll schon mal probieren. Was macht die Franziska? Tag, Vater. Na, Kind. Also, stellt euch vor, gestern Nachmittag nehmen sie von der Henning runter und sie liegt wieder im Wasser. Heute Morgen Probelauf. Alles in Ordnung. Vorhin gehe ich bei der PTG vorbei und sage zu Färber in der Disposition, die Franziska ist wieder klar. Guckt er mich an und sagt, Mensch, Wilde, sagt er, wann können Sie ablegen?
In Antwerpen im Seehafen sind zwei Riesensilos Weizen heiß geworden. Müssen sofort umgeschlagen werden. Wir brauchen dringend Schiffsraum. Sonderzuschlag. Verdammt, ist das ärgerlich. Und was hast du ihm denn gesagt? Was sollte ich sagen? Zum ersten Mal in meinem Leben stehe ich da, habe ein intaktes Schiff, eine großartige Order und kann nicht fahren, weil ich keine Besatzung an Bord habe. Die haben sie im Blinddarm rausgeholt. Du musst ihm wieder das Gehen beibringen. Und Nico ist in Köln. Dass uns das wieder an die Nase vorbeigeht. An die Nase vorbeigeht? Du bist wohl nicht bei Trost. Ich habe die Reise angenommen. Morgen früh fahren wir. Was? Aber wie? Also pack deinen Kram ein. Der Kerl da mit seinem Loch im Bauch wird auch ohne dich wieder gesund. Und Nico habe ich nach Köln ein Telegramm geschickt. Der ist heute Abend wieder an Bord. Ja, wollt ihr drei alleine fahren? Wieso wir drei? Wir sind vier. Ich habe auch einen neuen Matrosen an Bord. Nico. Gottes Namen.